Mario Kart Rocked. Yo Leute, was geht? Willkommen bei Mario Kart DS. Im letzten Part habe ich mit einer neuen Aufnahmemethode halt den Pit Cup gemacht und auch geschafft. Ganz knapp, aber. Ach, ja. Und jetzt kommt halt der Qual der Wahl, wen ich nehmen würde, sollen, können. Das ist wirklich eine schwere Auswahl. Ehrlich gesagt, ich nehme Mario. Schauen wir mal, welche Katze hat. Okay, Toads Allradwiege. Daisys Tanzwagen. Chaos-Kart von Clonton, was die Scheiße ist, mit dem Bagger. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die Standardkarre von Mario. Einfach ganz gechillt. Den Blumen-Cup. Natürlich gespiegelt. Aber ist immer dieselbe Chose wie vorhin, ne? Und ich habe im letzten Part was vergessen zu sagen. Und zwar möchte ich gerne von euch ein bisschen Feedback haben von denen, die den Part gerade anschauen. Und zwar, es würde mich wirklich erfreuen. Und zwar, ihr habt bestimmt auch andere Parts angeschaut. Das ist ja die älteren Parts. Welche, das ist egal, Hauptsache ein Part von 1 bis 29. Wie fandet ihr die Autoqualität dort? Und wie findet ihr sie jetzt? Ich will wirklich so ein bisschen Feedback sehen, ob man mich besser hört oder so eine Einbildung ist. Ich habe mir mal den Part 30 nochmal kurz angehört. Ja, das klingt besser. Kackblitz. Es klingt schon auf jeden Fall besser. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ja. Ja, ich überlege mir die ganze Zeit, was ich noch lagern könnte. Ja, danke, Bowser. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, ehrlich gesagt, weil es läuft irgendwie gar nicht. Dann liegt daran, dass ich. Fuck you! Dass ich die Strecke irgendwie hasse. Ja, Mario mit der Standardkarre ist schlecht. Dass ich nicht in die Flamme reingefahren bin, das ist schon fast ein Wunder. Dass ich keine überhole, weil ich die Abkürzung genommen habe. Die Bombe ist irgendwie so ein Item, kannst du mir nur noch mit dem Ding abschmeißen. Okay, gerade noch zweiter. Damit kann ich leben. Und warum ist immer Bowser in den letzten Parts immer mein Konkurrent, ha? Das darf doch nicht wahr sein. Genau, was ich noch ansprechen wollte, ist, und zwar möchte ich mich bei einem bestimmten Typen bedanken, und zwar an den HZ113. Und zwar, ja, der hat mal in, welche Part war das nochmal? Wir waren da, wo wir 150er Bananen, nicht Bananen, doch Bananenkampf gespielt haben. Hat halt dieses eine lustige, ja okay, so ein Kommentar bei den Aufrufen an alle Videos geschrieben, halt so, weil sie irgendwie lustig sein soll, aber keine Frage war oder so. Themendings. Und ich muss mich bei ihm bedanken. Er ist so der, einer der aktiven Zuschauer bei mir, der hat bei mir, weil den kenne ich. Guter Kumpel von mir. Ah, fuck you. Und der schaut regelmäßig meine Parts, ja. Da möchte ich mich gerne bedanken. Was war denn da los? Im dritten Jahr zu blöd. Ja, aber Snake wird voll unfair. Den Schnauz. Ich sag eins, mit Tastatursteuerung mit Snaken wirklich bisschen träge, aber was ich krass finde, man gewöhnt sich extremst daran, also nicht mehr so schlimm, finde ich. Zum Beispiel noch bei 50er oder so. Das liegt daran, dass ich beim Walkthrough geübt habe, deswegen. Wenn ich mega Bock auf andere Spiele habe, Alter. Deswegen schmeiß ich auch die Parts irgendwie ein bisschen von Mario Kart DS, weil ich weiß nicht. Ich mag dieses Projekt sehr, auch das Spiel.
aber ich habe irgendwie end Bock auf die anderen Let's Plays. Bogenblatt Grün, okay, es wird eher so ein Lava-Dings-Let's Play, weil es immer das gleiche ist und es so Routine ist. Das heißt immer Angriff, Angriff, selber Angriff und da da da. Und es wird, glaube ich, schätzungsweise irgendwie 80 Parts haben oder so. Da bin ich ja schon fast ziemlich sicher. Okay, es ist ganz dicht. Ah, super. Meine Banane reinkommt. Gut. Bowser meldet sich jetzt irgendwie gar nicht. Und zack! Erster! LOL, Daisy war Sechster und dann... Alles klar, Daisy war eigentlich Sechster im letzten Rennen geworden, aber ja. LOL. Gut, da habe ich schon mal einen kleinen Vorsprung. Einen ganzen kleinen, ne? Alter, ich finde es so super, dass mein das Mikrofon jetzt auf meiner Höhe ist. Weil, ich meine, ich habe so einen Stuhl, der ist nicht gerade hoch, aber perfekte Höhe eigentlich. Für den PC und so. Und ich bin auch 1,87 groß. Und dass ich dann noch so ein Mikroständer ist wirklich klein. Also auf höchste Einstellung ist es wirklich gar nicht hoch. Und früher habe ich mir immer so leise angehört, weil ich mich immer bücken musste. Und ich krag danach, what the fuck? Entschuldigung, es ist 0.32 Uhr. Und um 0.32 Uhr kann jemand Deutsch sprechen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ich habe da so Rückenschmerzen bekommen, beziehungsweise Nackenschmerzen. Ey, das war nicht mehr feierlich. Ich hab Daisy nicht erwischt. Ja, nein, passiert. Alter, wir wohnen eine gute Karre zu fahren. Okay, Standard kam sich mal gut. Deswegen. Deswegen Daisy mal zum Kopf. Golden. Oh! Es heißt kein Ausquichen! Lol, gut, die Idee, dass ich bremst hab. Ich habe kurz gebremst, weil ich wollte, dass Bowser Daisy präziser hinten wirft. Aber da dachte ich mir so, Alter, fuck. Der hat schon abgeworfen, das bringt nichts mehr. Nö, es bringt doch was. Ich hatte das Ziel irgendwie verfehlt, also mich. Lol. Das ist ja mal geil. Vor der Rote mal ein bisschen abbremsen. Tschüss. Ja, richtig. Alter, wie schnell ist sie? Ich weiß, wer Tanz war, das war eine gute Karte, aber... Trotzdem. Immer noch ein bisschen nach hinten fallen lassen. Bei dem Sprung links. Ja. Dazu. Zu nah an mir. Bei dem Pinball eigentlich. Nein. Zu langsam. Alter. Ich dann den Fersen, obwohl es in der ersten Rennen Sechster war. Würde. Autsch. Und tschüss. Banane bringen. Scheiß Ding. Wenn ich drifte, dann bringt's auch nicht. Ja, natürlich, da will ich in the game. Oh, leck! Was kam, Alter? Ich komm da sicher noch durch. Sind die Daisy los heute? Bowser irgendwie? Ja, nicht wieder Daisy. Okay, ich dachte wieder, dass ich 10 Kilometer Abstand habe, aber doch nicht. Schön wär's. So. Ist Bowser ernsthaft Sechster geworden? Der Bowser, warte, Bowser ist Fünfter geworden. LOL! What the? Ich will ja nichts sagen, aber der Goldpokal ist sicher meins. Selbst wenn ich Siebter werde, habe ich den Goldpokal. Was ist denn los? Ich wiederhol's nochmal. Mit dem siebten Platz habe ich noch den Goldpokal. Steht Gleichstand mit Bowser. What the fuck is going on? Sorry für den kurzen Leck vorhin. Ja, Sterne, so viele.
Charaktere waren da, aber was ich auch merke, jetzt sind die Leckteile irgendwie. Es leckt auch viel weniger. Es war der erste Leck insgesamt. Das Bogen, also. Das war schon geil. Weil mein PC mehr oder weniger neu starten musste und halt irgendwie. Das war halt so bei mir. Viele also war halt so, die Dateien und so wurden alle gespeichert, zum Glück. Wenn nicht, das wäre dann Höllenspaß. Da müsste ich Part 20 bis 29 neu aufnehmen. Und ich sage eins, das wäre ein Höllenspaß. Vor allem, weil ich glaube sogar irgendwo ein Saving macht. Ein Saving macht hätte und. Nein, ich war, das wäre glaube ich dann auch gelöscht. Nur die paar Programme wurden dann gelöscht, wie zum Beispiel Audacity, muss man runterladen, Shotcut, mein Schneideprogramm. Also mein Schneideprogramm Shotcut, ich schneide mit Shotcut. Und ja, deswegen, aber Dateien und so, auch die Save States vom Ding, alles noch gespeichert. Und ich mache auch ab und zu sogar Save States, aber das liegt nicht daran, dass ich irgendwie, wenn ich fail oder so, erstens, ich mache die meistens absichtlich. Und zweitens, weil ich weiß selber nicht, welches Knopf das ist. Und zweitens, keine Ahnung. Das kann ich, meist komme ich immer so dran, aber wenn ich halt fehle, dann ist es nicht so schlimm. Okay, gut. Gut vom Auto kommen, aber fuck off, ja. So, dann Team wieder. Okay, aber er wird noch von der Schose noch erwischt. Und kriegt noch einen Starry. Alter, get fucking wrecked! What the fuck? Ich wurde auch noch getroffen, obwohl ich 10 Kilometer außerhalb war. Boah, er wird von jeder Karre getroffen. Und Luigi holt sich den Sieg. Alles klar, 11 Punkte holt sich den Sieg. Alter, was war das für ein Rennen? Bowser 5. Ne? Alter, was war das für ein Rennen? Gib euch die Punkte. Der Zweitplatz in DZ 24. 24! What the fuck is going on? LOL, Alter, was war das für ein Rennen? Also, habe ich sicher gewonnen, Alter. Mario bringt mir irgendwie Glück. Ja, jetzt sieht man das Zeichen, weil Standardkarre, deswegen. Yeah, das ist spiegelverkehrt, aber da steht PP64, Alter. Abgrenzt mit Bad Player 64. Jo, Arang, passt. So, wenn es euch Pack gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter, ihr kennt die Schoße eh. Lasst einen Daumen nach oben da. Ja, okay. Warum sage ich das zweimal? Hä? Wenn ihr sagen wollt, ist. Wenn die Quali gut ist, schreibt mir einen Kommentar, wenn es verbessert wurde, ne? Und Kritik auch in die Kommentare. Immer wieder gerne. Den Sternkampf kommt im nächsten Part. Also. Tschüss, Leute.